Wir schauen uns die Knochenpunkte der Ulna an. Die Ulna hat eine Extremitas proximalis, eine Extremitas distalis und einen Corpus. Wenn wir es uns am Unterarm anschauen, das proximale Ende der Ulna artikuliert mit dem Humerus und das distale ist hier bei der Handwurzel. Bitte aufpassen, es artikuliert nicht direkt mit dem proximalen Handwurzelgelenk. Hier ist nämlich ein Diskus dazwischen. Der Kopf der Ulna liegt distalis, das ist das Caput Ulne. Und dieser Fortsatz hier ist der Prozessus styloideus, der ist sehr gut tastbar. Wir haben hier auch einen Prozessus styloideus am Radius und der Prozessus styloideus Ulne, das ist hier dieser Fortsatz. Am proximalen Ende dieser Riesenvorsprung hier heißt Olecranon, das ist euer Ellenbogen. Wenn wir das Dorsal anschauen, das ist diese Struktur hier. Das Olecranon endet hier in der Fossa Olecrani vom Humerus. Das heißt, wenn wir uns Dorsal einen Humerus anschauen, diese große Einkerbung hier, da passt genau dann das Olecranon hinein. Damit wir hier auch ein Scharniergelenk haben, haben wir hier die sogenannte Incisura trochlearis. Wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass genau diese Incisura trochlearis hier um den Humerus herumgleitet. Das ist nämlich die Trochlea vom Humerus. Die Incisura trochlearis endet auf der ventralen Seite hier vorne mit dem Prozessus coronoideus. Bitte aufpassen, an der Scapula haben wir einen Prozessus coracoideus, das ist der Prozessus coronoideus der Ulna. Die Ulna hat hier eine Tuberositas Ulne und hier noch eine Einkerbung für den Radius. Hier artikuliert ja nämlich der Radius, das ist die Incisura radialis Ulne. Zwischen Ulna und Radius haben wir ja die Membrana interossea ausgespannt, das heißt der scharfe Rand zwischen beiden Knochen heißt sowohl auf Ulna als auch auf Radius Margo interosseus. Das heißt, wir fassen noch einmal zusammen, die Ulna hat eine Extremitas proximalis, eine Extremitas distalis und einen Corpus. An der Extremitas distalis finden wir das Caput Ulne und den Prozessus styloideus. Proximal finden wir das Olecranon, die Incisura trochlearis, den Prozessus coronoideus, die Tuberositas Ulne und die Incisura radialis auf der Ulna sowie den Margo interosseus. Die Ulna artikuliert in der Articulatio humero ulnaris und das ist ein Scharniergelenk.